Hallo und herzlich willkommen bei den WinTV-Nachrichten. Mich kennt ihr schon, aber ich stelle mich nochmal vor, ich bin die Iga. Ich bin die Vasan. Und heute könnt ihr im Hintergrund unsere fleißige WinTV-Redaktion sehen, wie sie gerade arbeitet und werkt und unsere tollen WinTV-Beiträge und Kurznachrichten zusammenstellt. unser erster Beitrag läuft unter dem Namen Wien, wie es ist. Und zwar wurden im Rahmen der Wien-Wochen kulinarische Spaziergänge durch die Stadt gemacht. In einer Fahrradtour in drei Akten machten Agrar-Attack und Aktivistinnen von Solila, das sind die, die das Feld besetzt haben im Frühjahr, sie machten sichtbar, wie und von wem Nahrung in Wien produziert, verteilt und konsumiert wird. In der ersten Fahrradtour wurde auf die Produktions- und Arbeitsbedingungen sowie auch Landkonflikte der Wiener Landwirtschaft aufmerksam gemacht. Die zweite Tour führte zu Orten, an denen es um die Verteilung von Essen und Lebensmitteln ging. Und im dritten Akt wurde gemeinsam in einer Volksküche gegessen und gefeiert. Und wie immer findet ihr unseren Link dazu direkt drunter. Dauerkrise Schuldenberger Rettungsschirme. Ist Europa noch zu retten? Unter diesem Titel lud die grüne Wirtschaft letzte Woche den Ex-Europaparlamentarier Johannes Voggenhuber und den Unternehmer Klaus Woltron zur Diskussion. Ich mach Politik.at war für uns vor Ort. Voggenhuber kritisiert dabei scharf die Entscheidung der Bundesgrünen, dem umstrittenen Euro-Rettungsschirm ESM zuzustimmen und betrachtet dies als vergebene Chance, Änderungen zu erwirken. Die Grünen und die ESM. Also ich bin für die grüne Politik nicht verantwortlich. Mich schmerzt das Herz. Ich habe viele Gespräche geführt. Das, was mich wirklich zutiefst trifft, ist, dass die Grünen eine Chance hatten, von der die Öffentlichkeit nichts weiß. Und das finde ich ungeheuerlich. Der ESM wäre ohne die Stimmen der Grünen in Österreich nicht entstanden. Weil die Vertragsgrundlage, die Änderung des Artikel 136, nur einstimmig geändert werden kann und nur in Österreich eine verfassungsgebende Mehrheit notwendig war, zu der die Grünen notwendig waren, weil PZÖ und FPÖ Nein gesagt haben. Das heißt, der ESM existiert, weil die Grünen in Österreich Ja gesagt haben. Diese Partei hat gesagt, wir sind eine Gestaltungspartei, wir wollen Macht, wir wollen Politik machen und hier war eine einzigartige Chance, europaweite europäische Politik zu machen. Wenn man in Verhandlungen nicht mit dem Herrn Faymann und nicht mit dem Herrn Spindlecker eingetreten wäre, die auf der europäischen Bühne diverse Male mit Zahlordnern verwechselt werden, sondern wenn man eine Verhandlung geführt hätte, die sagt, bitteschön, dieser ESM, zum Beispiel das, was der Verfassungsgerichtshof heute gesagt hat, die Grünen haben gesagt, wir haben die Parlamentsmitbestimmung, wir haben die Informationsrechte. Genau zu diesem Paket hat heute der Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe festgestellt, nichts. Ohne völkerrechtliche Erklärung und Vorbehalt nichts. Das ist nicht das Papierwert, auf dem es steht. Ja, sondern wir wollen eine völkerrechtliche Erklärung, weil sonst hält das nämlich nicht, weil im Vertrag das Gegenteil davon drinsteht. Und wenn die Frau Faeckter in dem Gouverneursrat in absoluter Geheimhaltung zustimmt, erfahrt das Parlament gar nicht mehr. Ja? Und wenn sie keine Informationen kriegen, weil die dortigen Beamten sagen, wir haben eine absolute Geheimhaltungsverpflichtung, ja? Dann kann ich nicht hergehen und sagen, aber wir haben in Österreich die wenn der Verfassungsgerichtshof in Deutschland sagt, nichts, nur mit völkerrechtlicher Garantie. Also man hätte nicht mit Faymann und Spindlecker, ja, sondern mit Merkel und Hollande verhandeln aber müssen. Aber ich meine, was möglich gewesen wäre, war über die großen Punkte, über die wir jetzt reden, aus einer wirklichen Machtposition heraus, nicht zum Schaden Europas, nicht um was zu zerstören, nicht um was an die Wand fahren zu können, sondern zu sagen, ich bin ein Verhandlungspartner, auf den es ankommt und ich verlange eine höhere soziale Verantwortung vor dem, ich verlange ein Modernisierungsprogramm, ich verlange einen Schritt zum Eurobond, ich verlange eine Demokratisierung, ich verlange die Öffnung. Alles hätte sich auf höchster europäischer Ebene abgespielt und die österreichischen Grünen hätten mit höchster europäischer Aufmerksamkeit eine Debatte geführt, die den ESM dramatisch verändert hätte. Und alles hätte auf die Abstimmung der Grünen im Nationalrat geschaut, ganz Europa, so wie Europa heute in der Früh auf den Gerichtshof von Karlsruhe geschaut hat. Das waren 8 Leute, die gesagt haben, das ist nicht
Das nur unter dieser Bedingung ist das demokratisch. Und dort hätten Abgeordnete in Österreich sagen können, unter diesen Umständen stimmen wir nicht zu, wir verlangen, wir verlangen, wir verlangen. Und dass sie die Nerven und den Mut dazu nicht hatten, das bedauere ich, das schmerzt mich zutiefst. Aber was ich wirklich empörend finde, und das ist vielleicht der einzige Grund, warum ich es hier sage, dass sie der österreichischen Öffentlichkeit verschwiegen haben, dass sie das in der Hand gehabt hätten. So. Wie wir oft berichten, ist in Wien der Quadratmeterpreis für gebrauchte Eigentumswohnungen in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen. Mieten für Altbauwohnungen, die nach 1945 erbaut wurden, um 67%. Justin Kadi und Mara Verlitsch, Universitätsassistenten am Departement für Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung an der TU Wien, forschen zum Thema Gentrifizierung. Im Gespräch mit der Standard.at erklären sie, warum der Begriff in Berlin so viel präsenter ist als in Wien, obwohl das Phänomen in London und Paris noch viel prägnanter ist. Außerdem fordern sie von der Stadt Wien mehr Daten zur Mietpreisentwicklung. Dem können wir uns nur anschließen. Und weiterlesen könnt ihr auf der Standard.at. Tausende russische Regierungsgegnerinnen demonstrierten am Samstag gegen das Regime. Die Oppositionellen formierten sich zum Marsch der Millionen. Es war die erste Großkundgebung seit 3 Monaten. In lauten Sprechchören forderten die Demonstrantinnen ein Russland ohne Putin. Die Demonstration richtete sich gegen die Unterdrückung der Opposition. Es wurden soziale und politische Reformen gefordert. Auf großen bunten Luftballons machten sich die Protestierenden für die Freilassung von Pussy Riot stark. Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen der Demonstrationen und Proteste in Europa. Wie Vasen gerade berichtete, haben am Donnerstag Tausende gegen Putin in Moskau und St. Petersburg demonstriert und auch in Spanien regten sich dieses Wochenende wieder große Proteste. Am Sonntag demonstrierten Tausende in Madrid gegen die spanische Sparpolitik. Hinter den Protesten steht eine Vielzahl an Organisationen und Oppositionen. Sie fordern eine Volksabstimmung über die Einsparungen, die die Regierung unter Rajoy beschlossen hat. Doch für die nächsten Jahre wurden wiederum weitere Einsparungen in Höhe von 100 Milliarden Euro angekündigt. Auch in Portugal haben am Samstag über 150.000 Menschen gegen die Sparpolitik der Regierung protestiert. Der Protest richtet sich gegen die Sparauflagen der EU und den IWF. Unter dem Motto Solidarität ohne Ländergrenzen lief die Initiative Screaming Birds am Samstag zum Flashmob am Christian-Broder-Platz auf. Lautstark wurde mit Plakaten, Pfeifentrommeln auf die verfolgten Minderheiten in Ungarn und die gravierenden Missstände hingewiesen. Ein Beispiel für diese Missstände ist die paramilitärisch organisierte ungarische Garde, die nationalistisch, antisemitisch und insbesondere romafeindlich agiert. Diese wurde zwar verboten, hat sich aber jedoch erneut unter dem Namen Neue ungarische Garde formiert. Ihre Mitglieder ziehen durch Roma-Siedlungen und bedrohen die Minderheiten. Kurzimpressionen von Renate Sassmann habt ihr soeben gesehen und jetzt folgt noch ein weiterer Bericht von den Screaming Birds Vienna. Recognize me, so I travel west to answer you. I
tell you stories fake and true. Maybe because I was everywhere, but you are always gone, but I am there. I raise my voice for your beliefs. I'm calling every rep you weep. Whatever you're up for, I can't find. But you never let it sit in mind. Deny me as long as you want to. Deny me whenever I come around. Deny me, but be aware I might not always be there. Wir haben heute einen Studiogast, den Matthias, der gemeinsam mit der Tierrechtsplattform United Creatures den Film Pig Vision gestaltet hat. Und den Trailer dazu seht ihr jetzt. Geburt von Ferkeln. Kastration ohne Schmerzausschaltung. Wegnahme der Ferkel von der Mutter. Ein durchschnittlicher Schweinemastbetrieb in Österreich. Reduziert auf eine Masse von Knochen und Fleisch, auf den Geldwert seiner Körperteile. Leben, um nach wenigen Monaten zu sterben. Für Schnitzel, Speck und Wurstsemmel. Doch ab und an kann es auch anders kommen. Schweine können 12 Jahre alt werden. Sie laufen, wühlen, spielen und können lange und vergnügt leben, wenn wir sie lassen. So, Matthias, wir haben jetzt gerade den Trailer von eurem Film gesehen, der uns ziemlich beeindruckt hat. Wie kam es eigentlich zu der Idee? Also die Idee stammt vom Initiator von United Creatures, der Thomas Winger. Und diese Kampagne gibt es schon seit 2 Jahren. Und die haben dann unregelmäßig immer diese Lebensabschnitte dieser Schweine veröffentlicht. Gefilmt worden ist es alles von Michael Hartl. Und irgendwann sind die dann zu mir gekommen und haben gesagt, da sind jetzt 25 TV-Kassetten, mach was draus. Und dann habe ich halt versucht, diese ganzen Lebensabschnitte irgendwie dramaturgisch anzuordnen, damit das Ganze dann irgendwie eine Message ergibt. Und der Film ist jetzt 40 Minuten lang, ist auf YouTube online und hat jetzt eigentlich schon relativ gutes Feedback. Und wie soll das mit dem Film weitergehen? Also wollt ihr den irgendwie verkaufen oder wie wird es da ausschauen in Zukunft? Nein, verkaufen nicht. Wir sind natürlich non-kommerziell unterwegs und wollen eigentlich nur diese Message hinausschicken. Und es ist jetzt noch eine englische Version geplant, um halt noch mehr Leute zu erreichen. Und wie es weitergeht, auf DVD kommt es natürlich raus für Leute, die jetzt keinen Internetanschluss haben und die sich bestellen wollen. Und ja. Und hat irgendwie das Thema auch mit so deinem persönlichen Lifestyle zu tun? Kann man das so sagen? Naja, da ich schon seit ich 20 bin, also seit 6 Jahren schon vegan bin, gehört das natürlich auch zu meinem Lebensstil dazu. Und ich habe auch schon viel in diese Richtung gemacht. Ich mache für einen Verein gegen Tierfabriken ab und zu Videos, zum Beispiel bei der Prozess, der im Kino gelaufen ist, habe ich auch sehr viel mitgearbeitet als Kameramann und ja, eigentlich alles, was so zu tun war. Und ja, es breitet sich eigentlich auf mein ganzes Leben aus. Mhm. Na, könnt ihr mal sehen, was so dieses kleine, ja natürlich Schweinchen eigentlich wirklich für ein Leben hatte? Ja, es ist irgendwie schon pervers, wenn man sieht, dass dieses liebe Schwein eigentlich so instrumentalisiert wird für die Werbung. Und es ist pervers, wenn man eigentlich sieht, dass 5,6 Millionen Schweine eigentlich jährlich sterben für den Fleischkonsum und dieses eine Schweinchen in der Ja-Natürlich-Werbung dann glücklich reinschauen kann. Das ist schon ja. Vielen Dank jedenfalls für den Aktivismus. Ich sag danke für die coole Sendung. Die Übermorgen, dein Begleittipp zur Krise, war gemeinsam beim TÜWI und hat dort über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Café Rosa gesprochen, über die Entstehungsgeschichte vom Café TÜWI geredet und auch, was für Projekte bis jetzt so übrig geblieben sind, wie beispielsweise der Hofladen. Und den Beitrag könnt ihr euch jetzt anschauen. Hallo, ich bin Simone. Ich mache seit einem Jahr Ladendienst im TÜWIs Hofladen.
Und wir verkaufen da biologische, regionale, saisonale Produkte sowie EZA-Produkte und seit Neuestem auch Hanfbier, Hanfmilch, Hanfkakao und so weiter. Schaut's vorbei. Dienstag ist Gemüsetag. Sehr wichtig. Die Struktur, ja, das ist ganz was Lustiges. Immer wieder kommen Leute, so neue Leute, und die suchen dann irgendwie eine Struktur und suchen ganz verzweifelt. Es gibt, weiß ich nicht, abhängig von den Menschen, die gerade irgendwie aktiv sind, ja, die, sage ich, mittlerweile sind sehr wenig Leute, die längere Jahre dabei bleiben, sondern durch die geänderten Studien. Und dann waren jetzt beim Café Rosa, waren ja die Vorwürfe von AG-Seite, war das eben, dass da eben diese Grundsätze wie antinationalistisch, feministisch, antiklerikal, dass das eben gewisse Studierende ausschließen würde und eben nicht dabei sein wäre für alle Studierenden, obwohl es ja mit ÖH-Geldern bezahlt wurde. Wie ist das jetzt eigentlich bei euch? Gab es diese Vorwürfe auch? Weil ihr habt ja auch diese Grundsätze, auf der Website stehen die. Habt ihr auch mit solchen Vorwürfen zu kämpfen gehabt, oder war das nie ein Thema? Am Anfang war es nicht jetzt. Nein, eigentlich auch nicht. Am Anfang gab es Diskussionen. Ich kann mich erinnern, eines der ersten Seminare, wo Teil der Gruppe vielleicht konservativer war und meint hat, na, das hat nichts mit Politik zu tun, wo wir das ganze Seminar war das Thema Politik, um mal klarzustellen, was ist Politik und dass auch alles, was wir hier machen, politisch ist. In die Statuten ist von Anfang an reingekommen, dass wir gegen Sexismus, Faschismus, Homophobie sind, oder das waren schon klare Grundsätze, die wir aber auch oft nicht schaffen umzusetzen manchmal, ja, wo es ist. Birgit probiert gerade in Deutschland Rock an. Da ist gerade neu in unserer Kostnix-Ecke. Ne, Deutschlandform. So in der Art, ja sicher. Wir sind gerade in der Kostnix-Ecke beim Thuis Hofladen im Thuy. Und genau, wir haben einen Dumpster-Kühlschrank, wo auch immer ein paar Sachen drinnen sind, was vielleicht ganz interessant ist, weil es sonst, weil das selten ist in einer Kostnix-Ecke, meines Erachtens. Und so gern einklären, so Sachen herzubringen und wieder zu holen. Genau. Bücher gibt es auch? Bücher, CDs ist ein laufendes, ständiges, abwechslungsreiches Angebot irgendwie. Es ändert sich schnell, kann man eigentlich fast jeden Tag herschauen, es gibt neue Sachen. Und darf jeder kommen? Alle sind willkommen, das ist klar. Und jetzt kommen wir zu den Ankündigungen. Free the Cuban Five. Am Mittwoch, den 18. September, findet im Akzenttheater eine Gala für 5 kubanische Helden statt. 30 solidarische Künstlerinnen werden auftreten, darunter auch Sigi Maron. Und natürlich jede Menge lateinamerikanischer Rhythmen. Der Eintritt ist frei. Wer sind nun die Cuban Five? Wie kam es überhaupt dazu, dass 5 Männer in Amerika angeklagt und verurteilt worden sind? Da ist es ein bisschen für uns nicht ganz verständlich gewesen, dass im Zuge der Zusammenarbeit Kubas mit dem FBI Unterlagen über exilkubanische Gruppen und deren geplante Aktionen übergeben worden sind, und dann jene Personen, die diese Belege gebracht haben, plötzlich wegen Verletzung amerikanischer Gesetze angeklagt worden sind. Ja, ich habe auch die Petition an die österreichische Bundesregierung unterschrieben zur Freilassung der Cuban Five. Ich glaube, es ist in der Tat angebracht, das Urteil der US-Justiz in diesem Fall zu überdenken. Die 13 Freie Musiktheater aus Wien präsentieren am 21. und 22. September in der Expedithalle der Ankerbrotfabrik 13 No Risk No Fun. In Ausschnitten, Zitaten, Previews mit Kurzstücken und Mini-Opern geben die Freien Musiktheater Wien Einblick in ihre Arbeit.
Ein Fest der freien Musiktheater. Alles, was vom nächsten Jahr übrig bleibt. Aufmerksame Zuseherinnen können vielleicht auch einen immer wieder aktiven Wien-TV-Menschen entdecken. Nähere Infos zu finden unter www.sirene.at. Rampenfieber. Vom 20. bis 23. September wird Rampenfieber ein viertägiges queer-feministisches Musikfestival mit zahlreichen Konzerten, Aufliegereien, Workshops und Diskussionen veranstaltet. Seit 2006 findet es alle drei Jahre in Wien statt. Organisatorin des Festivals ist der Trägerverein Nylon. Verein zur Förderung und Publikation feministischer Diskurse, seit 2002 auch das feministische Musikmagazin Fieber, Werkstoff für Feminismus und Popkultur herausgibt. Abschließend empfehlen wir euch ebenfalls dieses Wochenende vom 22. bis zum 23. September das jährliche SOL-Symposium, welches im Bahai Center Austria in der Maroltinger Gasse 2 im 14. Bezirk stattfindet. Es soll vielfältig diskutiert, geplaudert und Erfahrungen unter anderem zu folgenden Schwerpunktthemen ausgetauscht werden. Achtsamkeit, Arbeit und Einkommen sowie Glück und Konsum entkoppeln. Am 22. um 14 Uhr wird auch Niki von Wien TV ihr nachhaltiges Projekt, die Sicherheitsnadel, gemeinsam mit Sabine Vogler von Amnesty International in einem Workshop zu fairer Arbeit und fairen Lohn halten. Kommt hin und schaut euch das an. So, das waren die Wien TV Nachrichten. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin gibt es viele Veranstaltungen, wo wir euch gerne sehen würden. Schönen Abend. Und die Links, die wir immer schön brav unten einblenden, sind zum Weiterverteilen, weil das sind marginalisierte Themen, wie ich schon letzte Woche angekündigt habe. Und es ist ganz wichtig, dass ihr ganz viel Werbung für die Sachen macht. Danke, Baba. Schönen Abend.